meine größten Baustellen, das ist Hotel, das ist einmal das Spa, der, glaube ich, die größte Veränderung erfährt, indem wir halt neben den ganzen Renovierungsarbeiten ein Thalasso-Konzept in diesen Spa integrieren und dadurch auch die Räume verändern werden. Darüber hinaus werden wir hier in der Belvedere, in der wir gerade stehen, eben auch das ganze Raumkonzept verändern mit neuen Möbeln, neuen Farben, um die Farbwelt hier auch wieder moderner zu gestalten. Wir haben ja alle Baustellen an allen Ecken aufgerissen und überall wird ja gleichzeitig gearbeitet. Das heißt, es gibt auch jeden Tag einen Prozess, der sich verändert an allen Baustellen. Wir versuchen immer, die Wünsche der Gäste zu hören, aber es ist nicht immer leicht, es auch umzusetzen, weil natürlich bauliche Vorschriften hier manchmal einem den Riegel vorschieben. Ich kann hier nicht alle Stahlwände ausreißen und versetzen und dementsprechend müssen wir halt immer in den Möglichkeiten bleiben, die uns das Schiff dann eben auch von seiner baulichen Konzeption her bietet. Wir waren 2 Jahre unterwegs, haben 2 Jahre das Schiff und die Gäste durch die Welt geführt und haben dem Schiff dabei auch eine ganze Menge abverlangt und abgefordert. Hier sehen, das ist unser Herzstück der Anlage oder das Herzstück des Schiffes, die Antriebsanlage. Wie bei jedem Schiff, hier merkt man aber die spezielle Konfiguration. Hier sieht man die großen Azipods, das ist eine Zusammensetzung aus 2 Worten, azimutal, also in der im horizontalen Drehkreis, und Pod heißt nichts anderes übersetzt als die Hülse. In dieser verbauten Hülse ist der Elektromotor drin. In 2 6,6 MW-Motoren. Hier fließt enorm viel Geld rein und für den Gast ist es nachher nicht zu erkennen. Aber das ist es halt bei genau den Sachen, die nicht kosmetisch, sondern chirurgisch gelöst werden müssen. Der größte Teil des Geldes, was wir investieren, geht auf jeden Fall in die Renovierung des Barbereiches. Das ist ein mehrstelliger Millionenbetrag, der da eingesetzt wird. Und im Deck- und Engine-Bereich, wir werden die Cyclo-Konverter austauschen, die im Prinzip, um es mal auf Deutsch zu sagen, eigentlich wie große Computerschränke sind und dafür sorgen, dass unsere Azipods, das sind die Antriebe, halt angetrieben werden. Und das ist eben ein großer Teil des Budgets, was da in diesen Teil gehen wird. Diese Schränke werden eben abgebaut. Das wird hier von den Fundamentbolzen nachher gelöst, geht dann ein Deck höher. Diese Seitentüren reichen uns dafür nicht aus. Dazu ist die Crewmesse eben abgebaut. Das wird in Einzelteilen durch die Crewmesse eben rausbefördert, dann über die Backbordseite aus ins Dock hinein und dann weg und den umgekehrten Weg ganz vorsichtig wieder hier rein, hier zusammengesetzt, verschraubt und verkabelt. Das Schlimme ist, die sind noch nicht mal kaputt. Es gibt dafür keine Ersatzteile mehr und das Risiko einfach, dass irgendwann eins dieser Teile kaputt geht, es gibt keine Ersatzteile mehr, dann wäre das Reiseende für eine ganze nicht definierbare Zeit gegeben. Das kann man nicht machen, aber hier, wir reden hier wirklich von Millionenbereichen und keiner sieht es am Ende und die sind noch nicht mal kaputt. Inzwischen ist eine Woche vergangen. Wir stehen wieder im Spa-Bereich, diesmal hier im Friseurbereich. Man kann ja schon ganz gut die Fortschritte erkennen, die der Friseur genommen hat. Man sieht hier wunderschön die Regale, wo irgendwann mal die Produkte ausgestellt werden. In der vergangenen Woche sind ja diese neuen Kabinetts, neuen Schaltschränke hier hineingekommen, sind angeschlossen worden an die Stromversorgung, was jetzt mit Hilfe der Software und dieser Techniker gemacht wird, das Testen der Signalverbindungen. Der Chief würde sagen, das ist das Herz des Schiffes, vermutlich. Wir sehen den Maschinenkontrollraum. Wie man sieht, die Bildschirme zeigen auch schon alle richtig was an. Und jetzt, die nächsten Tage, geht es eben viel darum, um die Kabel hinzubringen, um die Informationen einzupflegen, dass, wenn wir dieses nachher vorauslegen, auch Backbord, Azipod wirklich auch vorauskommt. Wir haben ja gestern mit unserem umfangreichen Sea Trial der Werfterprobung angefangen.
haben wir größere Umbaumaßnahmen gehabt, die es jetzt gilt zu erproben, zu überprüfen. Es war ja wie eine Herz-OP quasi, nicht nur das, auch ein Teil des Gehirns wurde getauscht und viele dieser dicken und kleinen Kabel mussten wieder zusammengeführt werden. Es handelt sich um eine neue Software dabei. Es hatte Verzögerungen gegeben zu dem geplanten Ablauf, mit dem man irgendwo auch rechnen muss. Aber jetzt sind wir eben in der Nordsee, wie sie sich eben auch zeigen kann. Jetzt hier bei den ersten Herbststürmen, die auch stärker sind als jetzt vorhergesagt. Aber nun ist es so, wir hatten heute Morgen schon bis Windstärke 11 gehabt. Und dafür verhält sich die Dame hier, die Europa, eigentlich wirklich wunderbar. Zwei Wochen Werft sind vorbei, ehrlicherweise 16 Tage Werft sind vorbei und in 5 Stunden schiffen die ersten Passagiere ein und wir stehen jetzt hier in der Belvedere. Und ich finde, der neue Look und Feel, so wie er jetzt hier sich zeigt, ist sehr gelungen geworden. Es gibt im Raum viel Frische und ich denke auch, dass unsere Gäste sofort sehen, dass wir das hier in schönem Stil wieder renoviert haben zum Wohlfühlen. Darüber hinaus war ich auch schon unten auf Deck 4, habe mir unsere Zigarrenbar angeguckt, die Havanna Bar, die jetzt in dunkelbraunem Leder noch viel mehr Gemütlichkeit hat, vor allem auch durch die Tapeten, die so Tabakblätter nachahmen sollen. Darüber hinaus Dieter Müller, auch da haben wir eine Veränderung vorgenommen. Wir haben eine Leihgabe von dem sehr bekannten Maler Jochen Hein, ein Triptychon. Und das dominiert jetzt diesen Raum, in einem sehr schönen, positiven Sinn. Und jetzt werden wir uns noch mal einmal den Spa-Bereich angucken, der ja nun mit die größte Veränderung erfahren hat. Ja, wir stehen hier im ehemaligen Friseur. Man kann es sich kaum vorstellen. In diesem ehemaligen Bereich sind 4 neue Behandlungskabinen entstanden. Eine dieser Behandlungskabinen, in der stehe ich gerade, das ist eine weitere Massagekabine. Wir hatten überlegt, dass wir ein neues Konzept in diesem Spa-Bereich aufnehmen und haben uns für Thalassotherapie entschieden, weil Thalassotherapie schwerpunktmäßig aus 3 Komponenten besteht, aus Meerwasser, Meerluft und Algen. Und das passt auf einem Schiff, was auf den Weltmeeren unterwegs ist, besonders gut. Wir haben dann nochmal überlegt, wie wir den Bereich Thalasso weiter aufwerten können mit anderen Verfahren, die sich ergänzen, und haben uns dann für Vive entschieden. Vive ist eine Radiofrequenztherapie, die auch, die darüber funktioniert, dass eben Radiowellen über große Applikatoren in den Körper gehen und auch unterstützend wirken, dass Schadstoffe abtransportiert werden, sodass, wenn man die Kombination Thalasso und Vive anwendet, nach 14 Tagen hoffentlich erstmal nicht zunehmen wird auf diesem Schiff, aber eben auch eine Verjüngung des Körpers spürbar zu sehen ist. Ich bin sehr, sehr zufrieden, vor allem auch, wenn man hier das Belvedere sieht, welchen Charakter es bekommen hat. Und wir sind unserem 5-Sterne-Plus-Stand ja verpflichtet, uns selbst gegenüber, vor allen Dingen auch unseren Passagieren. Die Europa, unsere Lady, hatte seit in Dienststellung seit 18 Jahren immer 5-Sterne-Plus-Auszeichnung erhalten. Das ist eine Herausforderung, das zu bewahren. Ich denke, das wird uns auch jetzt wieder gelingen. Die Verschönerungen, die Verbesserungen, die wir in dieser Werft gemacht haben, werden dieses Schiff noch mal besser erstrahlen lassen. Das Schöne ist ja, dass wir heute Abend wieder rausgehen. Um 17 Uhr wird die Europa Hamburg verlassen und Richtung Frankreich fahren. Und dann beginnt für unsere Passagiere auf diesem Schiff mit seinen vielen Erneuerungen eine neue Reise. Und wir werden das Schiff dann lange nicht in Hamburg wiedersehen, denn wir werden die Welt bereisen.